sitzen zusammen und haben einen Sitzen. Der Karl, seine Frau, zwei Cobra-Polizisten. Die Stimmung im Keller, denn neben den Krisen ist man innenpolitisch sehr unzufrieden. Sie schütteln die Köpfe, schweigen schon lang. Der Kali schaltet den Fernseher an. Umso böser die Überraschung, wenn sich in den Schokoeiern eben nicht nur die begehrte Schokolade findet, sondern auch gefährliche Salmonellen. Dann schießt es ihm durch Mark und Bein. Er hat die Idee, wie genial kann man sein? Leute, passt auf, ich hab einen Plan. Ich werde nach Moskau zum Putin fahren. Nee, Hamana, nee, Hamana. Nein, ich mach das fix, ich schau dort vorbei mit einem Salmonellen-Überraschungsei. Nee, Hamana, nee, Hamana. So setz ich den Putin außer Gefecht und werd zum Held von Europa, wär doch nicht nee, schlecht. Schon am nächsten Tag sind die Sachen gepackt. Ein paar Telefonate, Termin ausgemacht. Dann sitzt er im Zug und grinst wie ein Schelm. Mit belgischen Eier voller Salmonellen. Im Kreml beim ersten Security-Check werden die Eier auch sofort entdeckt. Und die russischen Wachen betrachten das Ei. Der Nehammer sagt: Bitte lasst mich vorbei, das ist eine Überraschung für den Präsidenten. Die würde ich ihm gerne zur Begrüßung schenken. Warum denn nicht? Das ist doch ein Hohn. Überraschungseier schenken ist doch Tradition, oder? Nee, Hamana. Nee, Hamana. Schade, das ist unglaublich gemein. Ist euer letztes Wort jetzt tatsächlich? Nein. Die Gespräche erfolglos, Pläne gescheitert, die Reise umsonst, sorry, nee, Hammer, leider nur die Wachen tauschten seine Salmonellen-Eier gegen eine Flasche Stolitschneier.